Hallo, willkommen zu einem neuen COH-Replay. So, und zwar, wir haben ja noch ein Replay, genau. der Hima gegen das da, Tabanka Deniz wahrscheinlich. Genau, also das erste Replay, wo ich das Gefühl hatte, dass da nicht von einem blutigen Anfänger ist, die Gegner da spielen und vor allem es auch keinen Exploit und Toxisch gibt und die es nur hochladen, um Leute zu flamen oder was auch immer. Sondern es könnte tatsächlich mal ein Spiel sein. Lass uns mal überraschen, ich hoffe zumindest. Hat auch schon Wups bekommen, ja, ist ja erst 10 Tage online. Das ist schon mal ein gutes Signal. Ist ja ein bisschen schade, dass die Community nicht mehr interessantere Replays hochlädt. Also die hochgeladen werden es alle irgendwie Beweihräucherung oder der andere, wir wollen den irgendwie fertig machen oder so. Und da wurden Beleidigungen geschrieben, deswegen laden wir das hoch, ja. Ist eine Katastrophe leider. Wenn mehr hochladen würden, könnte ich auch mehr casten. Aber die guten Spieler wollen anscheinend nicht. Aber ja, hoffen wir mal, dass das was geworden ist. Ansonsten, genau, Doppelgrad. Ein 3-Pio-Start. Ist, glaube ich, sehr populär. Ist eine Map, die sich wieder lohnt für Tank Dog, aber da muss man aufpassen, dass es nicht zu früh ausgibt. Ich bin auch der Meinung, dass die meisten Veela zu früh ihre Doktrin ausspielen, nur weil die das Ketten benutzen wollen für irgendwas. Das kann man natürlich machen, aber nicht selten wird das Spiel nicht durch entschieden, ob das Ketten reparieren kann oder ein Reparaturtrupp auf die Map kommt, sondern dadurch, dass man halt die richtigen Late Games hat, ne, Tex. Beim Amerikaner ist das ja egal, also bis auf Airborne kann man ja alles und immer spielen. Ja, also er ist auf den Treibstoff gegangen, ne? Da oben gezielt, da unten gezielt. Möchte also Fahrzeuge bauen. Ist auch, glaube ich, der normale Bild, ne? Macht man so. Wird vielleicht Tank Dog dann gehen, damit die reparieren können, damit die Fahrzeuge, die er baut, direkt repariert werden. All der Krempel. Genau. Den Kampf kann er eigentlich gewinnen, wenn er schubsen möchte. Ja, also meiner Meinung nach hätte er da ein bisschen schubsen können. Dann wäre das zwar Lowlife gegangen, das Ding, aber dann hätte der Trupp noch ein paar Kills vielleicht bekommen und vielleicht sogar den Kampf in Summe gewonnen. Ist nicht einfach mit dem Baumstümpfen, das kann durchaus sein. Ein sicherer Win war es nicht. Aber es wäre ein Versuch wert gewesen, allein um die Ressourcen wegzunehmen und die XP zu holen. Soweit so ruhig. Ob der ein Upgrade hat, das sieht man immer hinten dran, wenn die so einen Koffer drauflegen. Was für ein Upgrade der hat, je nachdem. Also Panzerdog ist, glaube ich, so ein Köfferchen. Sprengladung ist für verbrannte Erde. Ich weiß nicht, was Luftwaffe drauf hat. Das dritte dann, ja, was nicht das beide ist. Und wenn es leer ist, hat er dann nichts gewählt. Daka-Daka-Duell. Der ist mit dem Lowlife aus der Deckung gelaufen. Das war wahrscheinlich ein Missklick. Das hat ja keinen Sinn gemacht und das hat er, glaube ich, auch nicht gewollt. Er hat direkt Rückzug geklickt. Den Kampf wahrscheinlich so oder so verloren, aber. Das war natürlich jetzt ärgerlich für ihn. Schöner Push, ne? Das jetzt schnell beenden, damit er mehr Zeit zum Kappen hat. Der Peela scheint da ein bisschen lange zu warten. Er hätte ja von da oben sicher schießen können, aber dann hätte er weniger Zeit zum Kappen und Minenlegen und was nicht alles gehabt. Und dann war das ein schöner Angriff. Auf der anderen Seite war das sehr deutlich Missklick, glaube ich, ne? Der hätte man aus Fairplay-Gründen noch einfach sagen können, okay, hör mal, da machen wir jetzt ein bisschen weniger aggressiv. Aber klar, ist wahrscheinlich irgendwie so ein Ranked-Spiel, da geht es um alles. Sportsmanship ist nicht erlaubt. Das wird eher Medium Range sein. Also die würden besser auf Long Range kämpfen gegen die Rifles. In dem Falle geht es aber, weil er früher Verstärkung bekommt, weil er ein Gewehr hat und die schon angeschlagen waren. Genau, jetzt rennt er über ihn drüber. Los geht's. Beide Seiten wollen immer noch mal so einen Kill mitnehmen. Ich frage mich die ganze Zeit, was. Oder hat er Treibstoff gezielt gehabt? Warum der nicht das Fahrzeug lange gebaut hat? Also, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Also, wenn man gezielt auf Treibstoff geht, dann sollte man auch die Fahrzeuge holen. Genau, fast 100 Treibstoff. Also, er hat einfach ein Grenzenviel gebaut, aus meiner Sicht. Heal hat er ja auch schon durchgepumpt. Also, der hätte ein Grenzen weniger bauen sollen. Also, ist ja auch nicht so, dass er mehr Grenzen auf die Map gegeben hätte, ne? Also. Panzerdiete-Fahrzeuge im Early Game sind super stark und mit zwei Ketten und vier Grenz und einem Heal kommt das jetzt super spät, das Gebäude. Ich meine, like, also ultra, ultra spät, ja. Das ist wirklich katastrophal, weil die doch sehr schnell an Wert verlieren, wenn der Gegner halt dann sein T3 oder so hat, ne?
Also da hat der PEler jetzt, glaube ich, unnötig gewartet. Und Infanterie-Blob, also dann hätte er ja, weil er die Waffen vergeben will, nicht auf Treibstoff, sondern auf Munden gehen sollen im Early Game. Also das war strategisch ein Griff ins Klo. So nennen wir das mal. Genau, mit Gegner hat schon Minen gelegt. Der nächste Punkt, wenn die Fahrzeuge super spät kommen, dann liegen natürlich auch schon überall Minen. Also der Druck des Wählers hätte viel, viel stärker sein müssen. Geht. Genau, jetzt Armored Car, aber wie ist das für ein spätes Armored Car? Also das wird er sicher bereuen. Mit 31 Treibstoff, ja. Ich würde auch direkt Panzer 4 gehen, so spät wie er es jetzt gemacht hat. Nicht, was der Amerikaner im Moment anstellt. Also zu diesem Zeitpunkt darf der Amerikaner nicht pushen, ne? Das Käse. Er muss wissen, dass er jeden Moment ein Fahrzeug kommt. Also normal wäre es schon lange da, das Fahrzeug, ne? Also jetzt zu pushen, ist halt purer Selbstmord. Das wird zwar noch nicht mal gebaut, das Fahrzeug, aber das kann er ja nicht wissen. In der normalen Welt wäre schon lange ein Armored Car hier und hätte ihn gemassakert. Also jetzt anzugreifen zum Armored Car-Zeitpunkt. Also entweder ist das Map-Hack oder Noob. Ja, eins von beiden. Aber ihr greift nicht an zu dem Zeitpunkt, wo das Armored Car kommt, wenn ihr null Konter dazu habt. Null, ne? Also das ist völliger, völliger Schmarrn. Da hat ihr auch keine vier Mann-Squads oder irgendwas gesehen, ne? Also kein Headquarter, irgendwas. Also. Ja, das ist auf jeden Fall ein massiver Fehler, wenn er kein Map-Pack hat. Will ich nicht unterstellen. Ich sag nur, ne, normalerweise würden zu dem Zeitpunkt als Amerikaner würde man seine Lebenspunkte beibehalten, in Deckung bleiben und warten, bis halt die Pack und so da ist. Ne? Weil wenn jetzt ein Avocado ist, werden die halt gemassakert, wenn die da auf der roten Deckung standen. Das ist auf jeden Fall ein massiver Fehler. Aber aus irgendeinem Grund will der PEler ohne seine Fahrzeuge kämpfen. Was ja jetzt auch nicht unbedingt glorreich ist. Also das ist halt keine gute Idee, ne? Das kostet halt alles Manpower und levelt den Gegner auf. Und die können natürlich, wenn sie jetzt Infanteriedock gegangen sind, können sie das jetzt mit Minen pflastern, sodass das Armored Car völlig raus ist, wenn das jetzt kommt. Also das ist eigentlich schon Schachmatt, wenn jetzt Minen hier gelegt werden. Das wird jetzt ein einzelnes Armored Car, vermute ich mal stark. Aber super, super spät. Er hat jetzt schon die ganze Map-Kontrolle aufgegeben. Also bei Minute 8 fast das Armored Car ist viel zu spät. Ne? Astronomisch spät. Genau, der hat sich jetzt gesagt, der Gegner geht hart auf Fahrzeuge, deswegen gehe ich jetzt auf Sniper. Aha, geht's hier zu gut? Okay, ja, mal gucken. Also vielleicht will er Airborne-Doktrin spielen. Das kann durchaus sein. Aber er hat natürlich jetzt schon die Minen überall wahrscheinlich gelegt. Ich habe jetzt eine gesehen. Genau, überall, also nirgendwo. Wo den Sniper beschützen könnte vor dem Armored Car. Genau, das Armored Car kann jetzt ja aufbauen, was er der Teil nicht meinte, ne? Genau, das geht normalerweise Dakka, Dakka, Dakka. Kann man auch hinterherfahren, da würde ich jetzt keine Mine erwarten. Ja, also er braucht auf jeden Fall einen Heal, ne? Oder auch nicht. Das war der Sniper. Also es macht schon seine Kills, da gar keine Frage. Normal sind das halt alles Instant-Fuchs, wenn man es richtig macht. Den Medic bitte abknallen. Ich werde jetzt einfach reingedonnert, weil ich ja weiß, dass da ein Sniper ist. Also wo der genau ist, weiß man nicht. Jetzt weiß man es. Da oben würde ich jetzt nicht kreuzen, genau, die Minen-Spots nicht abfahren. Hier muss man ein bisschen raten. Er hat die Mine gefunden. Naja, aber der fährt jetzt mit dem Lowlife die Minen ab. Also das ist der Amerikaner hat auch keine Minen eben gelegt, ne? Sonst wäre das schon lange ein Massaker geworden. Also von daher sicher sehr glücklich. Und der Amerikaner hat ja 150 Munden, ne? Also der hätte ja Minen legen können wie nix. Immer noch keinen Heal. Also gegen Armored Car ohne Heal zu arbeiten ist sehr gefährlich. Also der Trick ist normalerweise bei Armored Car, okay, ich glaube, ich bin einfach gerade gefahren. Bei Armored Car ist normalerweise der Trick, dass jetzt Amerikaner in der Deckung bleibt, wie sie Waffensysteme habt, die das Ding kaputt machen, wie eine Pack zum Beispiel oder Minen oder so, ne? Gelbe Deckung ist jetzt nicht episch, das ist recht nicht ohne Deckung. Also mal würde man grüne bevorzugen. Schon 7 Kills. Jetzt hat er beide Ketten verloren, was natürlich für seinen Fahrzeugfuhrpark katastrophal ist.
So, dann haben wir eine halbe Sekunde weg. Rauen halt. Das mit dem Ketten ist ein bisschen ungewöhnlich. Also, mit dem Mörser. Also, woher wusste der jetzt genau, dass kein Armored Car kommt und ihn sofort kaputt macht? Ne? Also, man holt den Mörser normalerweise gegen die Pack. Aber die meisten spielen halt Armored Car, ne? Und dann wäre der jetzt tot gewesen. Also klar kann er den Sniper damit jagen und die Pack kann er besiegen. Aber wenn der Gegner halt Standard gespielt hätte, dann wäre halt schon lange das M8 da. Und dann wäre der jetzt Schaschlik. Also das war sehr hart gepokert. Also er bräuchte eigentlich einen AT-HT oder halt, ne, also den M8 kann man nicht ignorieren. Oder müsste halt Tankdog gehen. Ne? Hat aber noch keine Doktrin gewählt, damit er halt Tellamin legen kann zum Beispiel. Also beide Seiten spielen das so ein bisschen nach dem Motto, ich hoffe, der Gegner holt die Konter nicht. Das ist okay. Das kann man so machen, würde ich nicht empfehlen. Die fahren ihren Minenspot ab. Der ohne Leben fährt auch vor, damit er direkt explodiert. Hat das einen Grund, dass er nicht den mit dem Leben vorfahren lässt? Also ich will wirklich nicht sagen, dass beide Map hacken. Aber entweder spielen die beide wie der letzten Anfänger oder beide wissen halt mehr von der Map, als sie sollten. Also Minenspots abfahren, das reicht mit dem kaputten Armored Car. Jetzt hat er mal das Ganze genommen. Das ist schon sehr spannend, ne, wenn man das so macht. Aber beide, die Einheitenwahl, die Einheitenbewegung. Also ich vermute, dass das eher Anfänger sind. Wenn mir jetzt jemand sagt, dass das Topspieler sind, dann sage ich, das sind Map-Hacker, alle beide. So, haben wir das einmal geklärt. Ja, guck mal, wie der hier die Minenspots abfährt. Das ist der helle Wahnsinn. Und tot. Aber wenn das Map-Hacker gerade auf den Pack zufährt, dann wäre er wirklich blöd. Also von daher mal den Beweis, dass das nicht ist. Also Map-Hacker. Für gewöhnlich würde man die Armored Car halt defensiv einsetzen und mit der Infanterie screenen. Der Mörser da oben, geil! Da war doch gerade der Pack! Also kommen beide Arms ins Spiel so stark, weil die Infanterie halt gute Deckung hat und relativ wenig kostet und deswegen kann man die an die Front bringen, ne, und immer so ein bisschen gucken, also screenen, wo die gegnerischen Verbände sind, die gefährlich sind, wie in dem Falle die Pack zum Beispiel. Also gerade auf der Pack zu fahren ist schon eher ungewöhnlich im Spiel. Und tot. Steuert aber wie ein Pro, ne, von der Klickrate. Heal. Sehr ungewöhnlich, dass er keine M8 geholt hat. Also wie gesagt, so eine M8 ist eigentlich, ehrlich gesagt, Standardbild. Da kann man kurz rausfahren, dass sie ihn kaputt machen. Also mein Verdacht wäre, dass er Angst hat, dass dann Armut ein AT-HT auf dem Feld ist, was halt mit dem Kettenbrecher, ne, den kaputt macht oder die Kette halt kaputt macht. Aber da braucht man keine Angst zu haben, wenn man eine einzelne Pack hat, weil die dann eben zu dem kettengebrochenen M8 fährt und dann kann das AT-HT gar nichts mehr machen. Ja, das ist eine schöne Aktion hier, ne? Er wusste, da kann keine Minen liegen, er ist ja Luftwaffe gegangen, aus welchen Gründen auch immer. Also macht eigentlich gar keinen Sinn, hätte ich persönlich jetzt gesagt, aber okay. Also die Luftwaffe, was macht die jetzt für ihn? Was bringt die ihm jetzt? Ne? Also Reparatur, er hat ja jede Menge Truppen, die reparieren können. Ah, schön, dass ich die pack. Das ist jetzt der richtige Augenblick, mit dem Armored Car dahin zu fahren. Ne? Er weiß ja, also, da ist irgendwo ein Sniper. Genau, also jetzt nochmal Luftwaffe, was bringt's genau? Gar nichts. Also eine Sache, die er die Luftwaffe bekommt, ist halt der frühe Reparaturtrupp. Eine andere ist der unsichtbare Ketten, von dem er schon zwei verloren hat. Und dann kann der Mörser auch besser zielen. Und was wird das, wenn es fertig ist? Genau, die Tellaminen machen natürlich keinen Sinn abzuwerfen, die machen nicht viel. Ist recht, wenn der Gegner die sieht. Jetzt aber ein bisschen eine Grundnummer, warum Mortar keine Fronttruppen sind. Genau wie Armored Cars keine Fronttruppen sind. Ja, also wie gesagt, Airborne-Doktrin, also muss er die Doktrin irgendwie rechtfertigen, gerade weil sie relativ spät geholt hat, ne? Das kann man ja noch ein bisschen mehr da rausholen aus der Doktrin. Und ich hätte jetzt persönlich gesagt, weil das alles so stationär ist, viele Infanterie, Pack, Sniper, ne, Stellung, verbrannte Erde mit Hummel wäre potenziell was. Ist eigentlich immer eine gute Option.
Jetzt hat er halt ein unsichtbares Ketten, aber keinen Mörser, um die Sachen, die das aufdeckt, potenziell kaputt zu machen. Da kommt der M8, bei Minute 15. Okay. Nochmal die Minen. Also ein ganz komischer Slot, die abzuwerfen. Die haben auch gerade drauf geschossen, das heißt, die haben die gesehen. Also was halt funktioniert ist, ihr könnt halt mit dem unsichtbaren Ketten einfach mal hinten hin sneaken hier. Und dann hier vorne, ne, hier oder hier, wenn keiner hinguckt, einfach mal die Minen hier hinwerfen, weil der Sniper in der Backline hin und her laufen muss. Der kann sonst nicht agieren. Und dann stirbt er. Die bei sich auf der Seite der Map zu legen, wer soll da bitte reinlaufen? Weder die Pack noch der Sniper. Also dann wirft die in die Backline des Gegners mit dem unsichtbaren Ketten. Das macht zwar nie einer, warum auch immer, aber dann werden sie halt OP, ne? So, jetzt hat er halt das AT-Problem, von dem wir eben gesprochen haben. Gibt halt, ne? Kein AT, noch nicht. Ignas Tank Dog. Das heißt, er hat sich mit Luftwaffe hier für Early Game entschieden und er hat sich mit Tank Dog für Late Game entschieden. Und offensichtlich wird das kein Early Game. Und von der Amerikaner Auto gewonnen, aus meiner Sicht. So, jetzt nochmal ganz kurz wegen diesem Wagen. Stückchenweise nach vorne fahren und dann die Minen irgendwo abwerfen, wenn es keiner sieht. Ach ja, ATHT entlang spätes. Ist halt jetzt das Problem, dass er das Ding in der Kettenbrecher anmacht, es nicht töten kann danach, weil eine Pack auf dem Feld ist. Dafür braucht man den Mörser, den er eben an der Front verloren hat. Mann, das ist ein Satz. Wie kann man den Mörser an der Front verlieren? Mörser an der Front, Mann. Da kriegst du ja Albträume. Was er jetzt bräuchte, wäre ein Sturmgewehre. Aber G43 geht theoretisch auch. Sturmgewehre wäre ein Tick einfacher. Ja, und weil er halt nicht richtig angreifen kann. Ah, das ist ein Sturmgewehr. Nice. 4-Mann-Squads, völlig sinnbefreit. Also, okay, man könnte argumentieren gegen den Sniper, aber so richtig toll ist das nicht, dafür ist es sehr teuer. Er baut halt einen T1 und dann müsst ihr das machen, dann müsst ihr ihn forcen. Naja, und dann sind es am Schluss trotzdem nur Infanteristen. Du müsstest da oben kappen. For real! Okay. Also schon spannend, da unter Feuer jetzt zu kappen mit Infanteristen. Sturmgewehre, sehr schöne Aktion. Ja, sowohl Sniper als auch Sturmgewehre kann er jetzt hier hinten angreifen. Jetzt mit Kettenbrecher hätte er jetzt die Granaten getaggt gehabt, ne? Da gibt es so Anti-Tank-Granaten mit denen. Dann hätten die denen noch vielleicht was kaputt machen können. Hätte er sich Reparatur-Dock angemacht, das heißt, der PLer weiß jetzt. Das, oh, nice, 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 nice. Kannst du den. Also zwei Sachen. A, kannst du bitte den Trupp fucken und B, kannst du den Sniper fucken. Weil der wusste ja, dass der Sniper da vorne war. A, war der nicht unsichtbar und B, kann man einfach draufklicken da links, weil er eben geschossen hatte. Also er hätte sowohl den Rifle als auch den Sniper ohne Probleme fucken können, aus meiner Sicht. Hat aber gesagt, er macht jetzt alles, um die Pack zu klauen. Genau. Also der Sniper war eigentlich schon tot, genau wie der Rifle. Und da kommt es ein neuer raus. Hat man schon mal darüber gesprochen, wie gut das ist, wenn man am gegnerischen Zelt campt oder Medic-Bunker. Amerikaner ist nicht ganz so schlimm, aber sollte man trotzdem nicht machen, nonstop. Vielleicht echt mal die Granaten ausgeben. Trotzdem, die Aktion mit den Sturmgewehren war ja schön, ne? Wo er hier in eine Seite rein ist. Rechts hingegangen und dann ist er quasi von der Seite. Er hat halt nur keinen gefuckt, obwohl er zwei hätte fucken können. Das war dann nicht mehr so schön, aber sonst war gut. Also die Grundregel aus meiner Sicht ist eigentlich, wenn ihr den Sniper sichtet, Speed an, hin, tot. Kann da eine Mine liegen? Ja. Das gehört mit zum Spiel. Aber die Pack hat er ja gehabt bis zu dem Zeitpunkt. Und jetzt kommt gleich der nächste. Gut, er weiß zumindest, dass der Gegner jetzt Tank Dog ist. Und er weiß, dass der jetzt Luftwaffe ist, die er noch nicht wirklich für irgendwas Sinnvolles benutzt hat. Er hat nur seine Munition bisher hier hinten weggeworfen. Ich komme nicht drüber hinweg, dass der Luftwaffe gegangen ist. Es geht nicht in meinen Kopf rein, Mann. Warum stehst du eigentlich nicht an der Front? Fahr den doch einfach an die Front, meine Herren. Für den Sniper wahrscheinlich.
Also für gewöhnlich würde man, also 99% des Grundes, Luftwaffe zu spielen, sind die unsichtbaren Ketten aus meiner Sicht, ja. Manche würden argumentieren, die 8-8, aber wir haben alle keine Ahnung. 8-8 spielt keiner. Also ich würde sagen, Hauptgrund ist auf jeden Fall das da, ja, für Luftwaffe. Einfach an die Front fahren. Also es macht keinen Sinn, die Backline zu scouten, weil man weiß ja, wie die aussieht in aller Regel. Ja, Sturmgewehre. Sniper schießt wieder. Der kann da halt nicht reinlaufen, wenn er nichts macht da. Also wenn er jetzt den Kettenbrecher macht, der finisht den dann. Also der braucht trotzdem 1000 Schüsse, um den zu töten. Ne? Genau, der wird repariert. Wobei ich glaube, dass das doppelt bis... Also das kostet, glaube ich... Was kostet die Reparatur? 120 oder so? Das kostet, glaube ich, 50, der Kettenbrecher. Also die Reparatur ist auf jeden Fall massiv preiswerter. Die Reparatur ist massiv teurer. Also da lohnt sich die Reparatur, den Kettenbrecher dran zu machen, wenn er Reparatur macht. Jo. Was hast du denn geglaubt, was gegen den Tankdog-Spieler passiert, wenn das Armored Car in die Backline fährt? Und warum hast du das nicht gescoutet? So Mörser gebaut, okay. Also er hat halt immer noch keine ernstzunehmende AT gehabt, der PE-Spieler. Ach ja, Doppelpanther gleich. Aber bis dahin sind ja schon 1000 Einheiten gestorben gefühlt. Hat sich Mundo-P gegönnt. Also das Einzige, was er da sind, gut, er kriegt nachher die Henschel raus. Aber jetzt gerade, und da gibt es ja jetzt gerade aus, kriegt er hauptsächlich das hier, ne? Und das wendet er ja nicht so an, wie man es anwenden soll, sondern legt das einfach irgendwo Gießkanne in seine eigene Seite. Dann ist das nicht so gut. Das sind ja alles Anfangsfinanzierungen, die dafür sorgen, dass er da bei solchen Angriffen, die er macht, mehr verliert, weil ihm da Truppen zum Kämpfen gefehlt haben, ne? Also da bringt das nichts, nur P zu spielen, wenn man dafür die Kämpfer der Front verliert. Also er wartet jetzt wahrscheinlich auf die 1000 Punkte für die Panther. Wäre verbrannte Erde gegangen, könnte den jetzt mit der Hummel in die Steinzeit schießen. Wäre Tankdock gegangen, könnte mit Tellamin verhindern, dass einfach bei ihm jemand reinrusht. Du hast da ein OP gespielt. Okay. Ja. Also eine OP ist halt auch 200 Manpower wert. Das spielt man normal nicht an der Front. Allerdings dauert das zu lange, den hier wegzuräumen. Wie gesagt, in der normalen Welt hätte er in irgendeiner Form oder T, die das wegräumt. Nur er hat halt keine. Also ich meine wirklich keine, ne? Der hat noch nicht mal ein AT-HT mehr, anscheinend. Jetzt ist das natürlich so, dass er nicht scoutet, der Amerikaner, und von daher weiß er das nicht. Aber der Amerikaner könnte jetzt gerade in seine Base fahren und das Spiel beenden. Beenden vielleicht nicht, aber auf jeden Fall hier die Sachen könnte er kaputt machen. Jeden Moment kommen aber die Doppelpanther. Der fährt halt gerade über diese Butterflies drüber. Gut, also wenn der über eine Butterfly gefahren ist, wäre das ein Signal für dich, nicht unbedingt den Weg hinterher zu gehen. Na gut. Panther. Muss ein bisschen aufpassen, dass es Tank blockt, ne? Also Reparatur wird es gegen Doppelpanther wahrscheinlich nicht so episch sein. Aber muss trotzdem ein bisschen aufpassen, da kann er mit Allied War Machine und immer mehr Leuten oder schon der nächste Panzer, ne? Kann das böse enden. Ah, warum hast du den denn nicht gefinisht? Warum hast du jetzt auf den anderen geschossen? Warum hast du den denn nicht gefinisht? Schuss. So, die Pack. Der finisht keine Fahrzeuge. Genau wie den Sniper eben nicht getötet hat und den Rifle eben genukt hat. Dem fehlt der Killerinstinkt der Spieler. Und jetzt in die Mine fahren und beide tot. Alle werden ja keine Minen gelegt. Ja, jetzt braucht er natürlich massiv Reparatur, ne? Hätte der Amerikaner Allied War Machine angemacht, wäre das jetzt auch vorbei, das Spiel. Statt Reparatur, aber hey.
an die falsche Seite des Trees gegangen, aus meiner Sicht. Aber man kann tatsächlich beide gehen. Er muss sie jetzt schnell reparieren auf jeden Fall und dann kann er nochmal runter. Boah, geht mit Reparatur. Warum stehen die da ab, K? Also ich habe immer noch das Gefühl, dass ich nicht verstehe, warum der Luftwaffe oder ein Mund-OP gespielt hat. Ich sehe keine unsichtbaren Scouts, ich sehe keinen Henschel-Einsatz, ich sehe keine Butterflies, die irgendwie Sinn machen. Ich sehe keinen Reparaturtrupp, ich sehe keinen Fallschirmjäger, den ich auch nicht empfehlen würde. Ich habe keine Ahnung, warum der Luftwaffe geklickt hat. Vielleicht hat der irgendwie eine D20 gewürfelt und dann, ne? 1 bis 6 ist irgendwas und der Rest ist Luftwaffe. Die sind alle ein bisschen angeschlagen für eine Front gegen einen Panzerspieler. Also das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Tanktop-Spieler da gleich reindonnert und die alle tötet. Ja. Und damit alle Bohrmaschinen vielleicht. Wenn ihr repariert, kriegt er mehr Schaden. Der Mortar, very nice. Jawohl, jetzt mal ein Puck. Ah, woher denn? Und da war der Sniper wieder. Ja, der blutet die halt aus, ne? Ja, der Sniper blutet die Manpower aus und das Feld holt jetzt gleich den dritten Weifel umsonst wieder. Also der PEler ist da wirklich in der perfektesten Welt, die man haben kann. Viel verlieren und dem Gegner viel geben. Das nennt sich dann altruistisch, glaube ich, ne? Kannst du da mal einen Schritt nach hinten fahren, bitte? Ich glaube halt gefühlt, dass 90% aller PE-Spiele, die ich mir anschaue, entschieden werden durch die falsche Doktrinenwahl. Was war das? Du hast doch gewusst, dass die Pack da war, die hat doch ein paar Mal geschossen. Nochmal wegen den Butterflies. Ja, ich hatte gleich die Henschel, nice. Sicht schaffen und jetzt hier Butterflies abwerfen. Butterflies abwerfen! Wer ist doch die dreckigen Butterflies? Dude! Ah, jetzt macht das. Jetzt macht das. Dass ich das doch erleben darf. Genau. Die Henschel ist an, das heißt, ich klicke jetzt gleich hier rüber und mache Schachtig aus dem Panzer an. Das Dumme ist halt, dass die Panther hinten draufgehen dabei. Also richtig toll. Du bist nicht wirklich mit zwei kaputten Panzern in drei Dings gefahren gerade, oder? Also in seiner Welt hat er wahrscheinlich gedacht, dass die Henschel die in einem Anflug alle gleichzeitig tötet. Selbst wenn das passiert wäre, hätte die Panther verloren, hätte er trotzdem verloren, weil ein Panther mehr wert ist als ein Hellcat. Was war das für ein Angriff? Also, naja. Ja, also nochmal zur Erinnerung, da stand auch eine Pack, von der er wusste, ja, ist er eben gerade drauf zugefahren und hat das da verloren an die Pack. Hat er gesagt, er greift drei Hellcats und eine Pack frontal an. Mit zwei halb kaputten Panthern. Da fehlen mir leicht die Worte. Also es wirkt ja nicht so, dass man noch nie die COH gespielt hätte. Ich vermute, er hat echt von der Hellcat, keine Ahnung, Bombing Run erwartet? Ja, ist er raus, oder? Hat er ja nichts mehr. Unsichtbares Ketten hat er jetzt mal. Ja, also können wir glaube ich schon sagen, ist verloren das Spiel, ne? Holt jetzt gleich die nächsten Doppelpanther, aber wo soll das noch hingehen? Der Amerikaner verliert ja nichts, ne? Also ich vermute mal, dass da jetzt schon mindestens zwei Rifle rausgekommen sind, wahrscheinlich ein dritter. Der Sniper blutet den Rest aus. Und dann gibt es natürlich so geile Kampfaktionen wie gerade. Der erste Fuck, nice. Mir nichts muss er links dann aufholen, sonst geht das nicht. Also den Tankdog hätte wirklich extrem gut funktioniert, weil er mit den Granaten und der Mund, die er hat, und die stehen ja stationär, der hat noch nie so ein Fahrzeug bewegt, auf welchen Grund auch immer. Also er könnte sogar jetzt mit Granaten ohne Tankdog einfach das Fahrzeug ausschalten, ne? Also Tankdog hätte sicher gut funktioniert, das ist generell gut gegen Panzer. Und verbrannte Erde, um die Packs, Infanterie und vor allem den Sniper auszuschalten. Das hätte sich ja auch geklappt.
Er hat auch öfter gemacht, dass er Cup während unter Feuer ist. Gerade mit PE, aber mit keinem macht man das eigentlich. Man gewinnt den Kampf und dann cappt man einen Sektor. Aber unter Feuer cappen lohnt sich nicht, weil habt ihr verloren, müsst weg. Und dann cappt der Gegner das zurück, ohne dass er unter Feuer steht. Ne? Und wo das unter Feuer cappen immer ein No-Go. Tanktop wäre übrigens auch gut gewesen wegen Tellamin. Kann sein, dass das irgendwie verbuggt ist. Ne, die liegen immer da. Ne, ist der Marksman. Also ich könnte, das hat zumindest für mich so ausgesehen, dass man eben Tellamin legen wollte. Tellamin. Ne, die Dinger hier gelegt hatte. Der Rauch ist ja auch noch da, aber ich sehe jetzt keine einzige da liegen. Und der Sniper ist ja auch einfach mal durchgelaufen gerade. Weiß nicht, ob der Minesweeper hatte, aber ich glaube nicht, oder? Genau. Hat auch keine Truppen ganz nebenbei. Okay. Das war eine Tellamine. Komisch. Ist vielleicht doch ein bisschen knapper, als das ausgesehen hat auf den ersten Blick. Der Amerikaner hat auch nicht so viel. Der eine Rifle-Vogt gerade hat es wahrscheinlich doch ein bisschen was gemacht. Ne? Noch zwei Rifles. Weiß nicht, wenn er den Rest der Rifles verloren hatte. Er ist wieder am Kappen. Was zum Teufel macht das da hinten? Er hat gerade mit den Panthern gescoutet, statt eben mit diesem dreckigen Scheißding. Also klar, wenn das vom Sniper aufgedeckt wird, ist auch dumm. Ja, ist halt so. Aber das ist zum Scouten da. Also keine Ahnung, was er mit dem Ding macht. Der Amerikaner hat keine Munition mehr, ne? Hat sich jetzt, glaube ich, den dritten Mörser geleistet. Als Antwort auf die Pack eventuell. Zu zaghaft für meinen Geschmack. Also hat er ja diese vier Mann-Squads, ne? Einfach reinlaufen, fertig. Man kann das auch zu kompliziert machen. Er scoutet das nicht. Ich verstehe das nicht. Unsichtbar machen, reinfahren. Mine, glaube ich. Das erste Mal, dass er an die Front fährt mit dem. So. Er macht das jetzt nur wegen dem Mörser, aber man kann das wegen allen Einheiten machen. Also zum Beispiel mit denen könnte man jetzt frontal mit den Sturmgewehren hinlaufen. Ne? Man sieht ja, dass da nichts ist zum Schutz. Auch keine Minen und gar nichts. Also spricht jetzt nichts dagegen, einfach die Sturmgewehre zwei zu nehmen und gerade auf die Pack zuzulaufen. Dass niemand den dran hindert. Da muss man jetzt nicht warten, dass man einen stundenlang mit dem Mörser. Im Schnecken. Warum muss das der Mörser jetzt machen? Er sieht sogar den Sniper. Habt ihr gesehen? Er hat sogar den Sniper gesehen. Na gut, vielleicht kriegt er einen Glückstreffer mit dem Mörser. Ich würde auch die Henschel anmachen. Henschel an, Infanterie rein, Spaß haben. Aber so geht das halt mit dem Scouten. Das ist halt der Hauptgrund, das Ding zu holen. Er weiß, dass der Sniper da oben irgendwo ist. Ich würde einfach mit den Sturmgewehren reinlaufen. Nicht mit dem Panther rein! Oh Mann! Nicht mit dem Panther da rein. Und nicht mit den Sturmgewehren. Ich verstehe das nicht. Warum musste der Panther da rein? Wenn er direkt von allen Seiten Feuer abbekommt. Hier, Hellcat. Ja, und ist der Rest der Armee halt tot, ne? Er musste unbedingt mit dem Panther gerade auf die Pack zufahren. Also da fehlen mir echt die Worte, Mann. Ich verstehe das nicht. Und er hätte ja auch einfach unsichtbar die Henschel setzen können, um die zu zerstören, statt den Panther reinzufahren. Es hat so viele sinnvolle Optionen gegeben. Aber frontal auf den Pack und zwischen vier Hellcats zu fahren, das hat jetzt nicht unter sinnvoll gegolten. Nochmal wegen den Granaten. Das immer noch nicht, ne? Ja, auch. Also vier Granaten sprengen schon so einen Panzer, gerade den da. Also, das hat er ja schon ein paar Mal gemacht, ne? Frontal mit dem Fahrzeug auf die Pack zu fahren. Da fällt einem nichts zu ein. Das Ding ist auch, wenn er angreift, dann guckt der Gegner ja hin, ne? Wenn ihr die Henschel setzt, ohne dass er angreift,
dann hat die erstmal einen Umsonstanflug mit ein bisschen Glück. Also wirklich maximal nicht optimal. Fragezeichen. Nächste Panther gleich. Aha. Also der Sniper ist ungefähr seit Spielbeginn hier hin und her am Laufen. Das ist nicht so schwer zu erraten, wo der ist. Sturmgewehr reinlaufen. Der Amerikaner hat keine Infanterie, um Sturmgewehre aufzuhalten. Das ist niemand, der die aufhalten kann. Der kann nur hoffen, mit dem Hellcat da drüber zu fahren. Und das ist wirklich nichts anderes als eine Hoffnung, ja? Also wenn man sich nicht mit dem Blob bewegt, dann kommt einer auf jeden Fall zum Sniper durch. Jetzt geht das wieder los. Hauptsache in den Gegner reinfahren. Hast du schon mal was von Flanken? Ja, schon wieder umzingelt vom Hellcat. Junge, was stimmt mit dir nicht? Warum lässt du jeden deiner dreckigen Panther umzingelt von den Hellcats? Es gibt wirklich keinen Pantherfight, wo er nicht umzingelt wurde. Kann das sein? Oh, aber du musst auf den richtigen Panther schießen. Also, da kommt wieder die Henschel. Das hatten wir heute schon ein paar Mal mit der Henschel, ne? Also der Hoch von der Henschel, glaube ich, so ein bisschen was eine A10 wäre. Aber das kann ich das nicht erklären. Vielleicht denkt er auch, das wäre ein Apache oder so. Aber so funktioniert das Ding halt nicht. Und wieder tot. Hey. Die Henschel hat durch das Häuserdach geschossen, verstehe. Okay. Sonst hätte das jetzt böse enden können. Aber hast du noch eine Kanone? Nee. Sehr schön. Das wäre fast Friendly Fire geworden. Kein Kill. Also in die Henschel gegangen. Da würde ich jetzt einen Schritt wegfahren, weil Sticky und so. Was glaubst du, warum der auf dich zugeht gerade? Okay, jetzt gucken, gucken. Vielleicht gewinnt er wirklich noch. Obwohl die Map Control komplett weggegeben wurde. Also der könnte halt auch hingehen und das OP wegnehmen und den da oben kappen und campen lassen. Ja, wie ist das jetzt mit dem Bergetiger? Also ist mal ohne Scheiß, ja. Da liegen, glaube ich, 6 Panther jetzt verteilt. Und Abort Cars. Und Mortar. Und ATHT. Aber ein Kahn hat auf jeden Fall auch geblutet, ne? Es gab wieder einen Fuck. Also einen Rifle-Fuck hat er wieder kassiert. Die Panzer sind auch kaputt. Der holt ja nicht mit allen Bohrmaschinen wieder. Der nimmt ja Glaskanonen und sagt, ich tue die reparieren, weil das besonders effizient mit Glaskanonen ist. Weiß nicht, welche Gläser der zu Hause hat. Panzerglas vielleicht. Aber normalerweise nimmt man diese Einwegpanzer mit Allied War Machine. Wo gehst du hin? Musst du nicht in der Front scouten? Hatten wir das nicht heute schon mal das Thema? Also, was für einen Grund gibt es denn für den jetzt nach hinten zu fahren? Willst du nicht wissen, ob da jemand auf dich zufährt? Aber wir kappen, okay. Und wenn der eine Pack ist, dann bist du instant tot, oder? Sorry, mein Fehler, der will nicht schießen. Ah, jetzt. Und jetzt hat er keine Sicht mehr. Okay, das hat gerade noch gepasst. Ah, jetzt bewegt er doch das Fahrzeug für die Siegpunkte und Kappen und so. So meine Rede. Wenn ich so die Munden sinnvoll benutzen würde. Ja gut, für die Henschel. Also er holt halt nur Panther, damit die getötet werden und dann Henschel mit der Munde, damit er die Hellcats tötet. Man könnte auch überlegen, einfach die Panther nicht mitzuholen. Einfach. Das ist ein Grund, dass du dich aufgesetzt hast. Also er spart wieder auf links. Ich würde immer noch sagen, Bergetiger, ne? Da liegen überall Panther rum. Die räumen gerade Minen.
Ja. Also das Problem ist halt, der Amerikaner holt halt nur Pucks und Hellcats und pumpt seine ganze Munition in Anti-Tank. Und der PLA geht hin und holt nur eine kleine Anzahl von Panthern, um das auch besonders effektiv für den Amerikaner zu machen. Der erste Panther, der nicht geflankt wird, glaube ich. Aber immer noch Unterzahl. Neue Panther kommen jetzt, das könnte nice werden. Ah, der Bohrmaschine, er hat den Knopf gefunden. Gibt's denn das? Gibt's denn das? Jetzt nicht für möglich gehalten. Very nice. Wir wollen ihn jetzt finishen hier vorne. Das heißt, du musst hinter das Haus, wenn du gefinisht wirst. Tot. Ja, das war jetzt richtig nice, ne? Also er hat jetzt hier tatsächlich wettbekommen, hat drei Panther. Gerade gegnerische Armee zerlegt, auch wenn ne, die Hälfte von denen wiederkam. Aber das war jetzt, glaube ich, richtig ein gutes Comeback für den PLA. Aber Siegpunkte, ne? Er gleich verloren an Siegpunkten. Er muss jetzt ganz schnell kappen gehen. Also er braucht zwei der drei. Das tickt zu schnell. Kannst du nicht den aufdecken und bewegen? Also er hat keinen Stress, der Pela, ne? Das ist ein Grund, dass du das nicht kappen willst. Ja, das ist natürlich ein bisschen viel da vorne. Also wie gesagt, normal aufdecken, hochfahren. Jetzt gibt es den Sticky von der Seite. Die Panther greifen an. Kappen nebenbei. Einen Punkt hat er. Also es ist wirklich so in dem Spiel, dass wenn ihr Frontpanzerung jetzt abbekommt, dass das weniger schlimm ist als eine Seite oder hinten. Ich glaube, hinten und Seite zählen gleich, aber Front ist besser. Und ihr fährt mit den Panthern immer so, dass die alle umzingelt werden. Also der erste, der gestorben ist, hatte ja Seitentreffer abbekommen. Der zweite Seitentreffer und der dritte auch. Ab einem gewissen Punkt ist es albern. Okay. Gut, die Runde ist vorbei. Ich suche mir jetzt einen schönen Screenshot. Hellcat, ich habe schön gesagt. Nichts anderes mehr auf der Map leider. Ich hasse den Hellcat, wie der aussieht. Der sieht halt aus wie ein Panzer, der nicht in den Zweiten Weltkrieg gehört. Ach, Jesus, haben wir das auch noch. Okay, dann klaue ich mir einen aus dem Internet. Na gut, dann bin ich weg für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ciao, ciao. Also jetzt raus, ja.